Auf der Erde gibt es viele faszinierende Orte, deren Leben sich stark von unserem unterscheidet. Einer dieser Orte ist das Sud-Sumpfgebiet im Südsudan. Es ist keine besonders komfortable oder gastfreundliche Gegend, sondern eine einzigartige Ökosystem, die nicht nur vielen Tieren und Pflanzen, sondern auch Menschen ein Zuhause bietet. Das Sud ist einer der größten Sümpfe der Welt, dessen Ausmaße die Vorstellungskraft beeindrucken. Während der Regenzeit von April bis September kann seine Fläche auf bis zu 50.000 Quadratkilometer anwachsen. 50.000 Quadratkilometer sind größer als die Fläche des Landes Bangladesch, wo etwa 165 Millionen Menschen leben. Das Sud-Sumpfgebiet liegt im Tal des Weißen Nils, einem Abschnitt des Nils, der sich im Südsudan befindet. Da der Hang hier sehr flach ist, fließt der Fluss extrem langsam. Dadurch breitet sich der Weiße Nil über eine beeindruckende Fläche aus, ohne dass es eigentliche Ufer gibt. Über viele Jahrhunderte hinweg war das Sumpfgebiet ein ernsthaftes Hindernis für Reisende, die den Nil erkundeten. Forscher, die versuchten, seine Quelle zu finden, mussten sich mit einer Vielzahl von Quadratkilometern Sumpfland auseinandersetzen. Flüsse hatten kaum eine Chance, durch das Sud-Sumpfgebiet zu fließen, da sie von der Fülle der geliebten Pflanzen und Wasser behindert wurden. Die ersten Europäer drangen erst im 19. Jahrhundert in diese Region vor. Die Gegend zeichnet sich durch eine erstaunliche Vielfalt an Fauna aus. Im Sud-Sumpfgebiet leben etwa 400 Vogelarten, darunter rosa Pelikane und Königsreiher. Zusätzlich haben hier über 100 Arten von Säugetieren Zuflucht gefunden, darunter Antilopen, die sich von wildem Reis ernähren. Es gibt keinen Mangel an Vegetation. Insbesondere kann man auf dem Sumpf Schilf und Papyrus finden. Dann kommt es zu Überschwemmungen. Einige Pflanzen werden abgerissen und es entstehen schwimmende Inseln. Manchmal erreichen sie eine Länge von 30 Kilometern, jedoch ist das Leben auf diesen Inseln kurzlebig. Sie zerfallen recht schnell. Es scheint, wer würde in solch schwierigen und ungewöhnlichen Bedingungen leben wollen? Aber Menschen sind erstaunliche Wesen, die sich gut anpassen können, wenn es nötig ist. Überraschenderweise ist das Sud-Sumpfgebiet bewohnt. Vertreter einer Gruppe verwandter Völker namens Niloten leben dort in runden Hütten mit kegelförmigen Dächern. Etwa alle 5 bis 6 Jahre müssen sie solche Hütten neu bauen. Die Wände bestehen aus Zweigen, die mit einer Mischung aus Mist, Stroh und Lehm bedeckt sind. Dieser Prozess wiederholt sich alle 5 bis 6 Jahre. In der Region leben die Niloten und bewegen sich auf Holzbooten fort, da im Sud-Sumpfgebiet keine Landwirtschaft oder Viehzucht in großem Maßstab möglich ist. Einige Bewohner schaffen es jedoch, Minigärten direkt neben ihren Hütten anzulegen oder Ziegen auf separaten trockenen Flächen zu halten. Mais und Hirse werden angebaut, aber hauptsächlich ernähren sich die Bewohner des Sumpfgebiets von Fisch. Es herrscht kein Mangel an Fisch. Außerdem treffen Fischer oft auf Exemplare, die so beeindruckend groß sind, dass sie mit fremder Hilfe aus dem Wasser gezogen werden müssen. Es gibt keine Städte, nur einzelne Dörfer oder Stammesgemeinschaften mit normalerweise 2 bis 3 Dutzend Häusern. Das Leben in den Sümpfen ist hart und gefährlich. In den stehenden Gewässern vermehren sich Mücken, die Malaria übertragen, und eine Vielzahl von Parasiten. Wenn ihre Zahl den normalen Pegel übersteigt, verlassen sie die Sümpfe und verursachen Epidemien in Ost- und Südafrika. Trotz all dieser Nachteile lieben die Niloten ihr Zuhause und möchten nicht in Städte oder Dörfer auf dem Festland umziehen. Ein bedeutender Teil der Niloten hält an traditionellen Glaubensvorstellungen fest und bevorzugt es, so zu leben, wie ihre Vorfahren es seit Hunderten von Jahren taten. In ihren Hütten werden hölzerne Götzen aufbewahrt, die die Götter symbolisieren. Die wichtigste Gottheit ist Dengdid, den sie als Schöpfer der Menschen betrachten. Laut dem World Wide Fund for Nature, WWF, benötigt der Sud internationale Schutz. Es besteht die Möglichkeit, dass das Sumpfgebiet irgendwann für immer verschwinden wird. Die Schuld daran trägt der Dschungelkanal, ein gemeinsames Projekt von Ägypten und dem Sudan. Das Projekt entstand bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In den 50er Jahren wurde beschlossen, den Kanal zu bauen und Ende der 70er Jahre wurde mit den Arbeiten begonnen. Der Kanal war hauptsächlich dazu gedacht, die Wasserversorgung Ägyptens zu verbessern. Das Problem bestand darin, dass etwa die Hälfte des Wassers aus den südwestlichen Nilzuflüssen nicht bis zum Unterlauf des Flusses gelangte, da es im Sumpf verdunstet. Die Umsetzung des Projekts wurde durch den Bürgerkrieg im Sudan behindert.
und letztendlich wurden nur 240 Kilometer von den geplanten 360 Kilometern Kanal im Jahr 1984 fertiggestellt. Vorhaben dieser Art könnten möglicherweise zu schwerwiegenden ökologischen Folgen führen. Es bleibt zu hoffen, dass die Menschen eine Lösung finden, um das einzigartige Ökosystem zu erhalten. Es ist unklar, ob die Niloten ihr Zuhause verlieren werden. Wenn Ihnen dieser Bericht gefallen hat, unterstützen Sie uns bitte durch Likes und das Teilen des Videos mit Ihren Freunden. Abonnieren Sie auch den GEO Global Kanal, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um über neue Videos informiert zu werden.